Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde. Ja, letzte Runde waren wir die Pflanzen, diesmal sind wir die Zombies. Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir mal den. Als erstes. Wir gehen wie letzte Runde reihum durch. Die Runde beginnt gleich. Wie viele Spieler? 3 gegen 3. Ist ja wieder mal fantastisch. Eine neue Map. Sie heißt irgendwie Z-Tech, die Fabrik oder keine Ahnung. So, jetzt müssen wir auf die Pflanzen schießen. Okay, diese Person, die kennt man ja schon. Oh. Ja, also ich fand den nie so richtig geil. Weil der... Ja, der macht es. Also gut, der macht es mir jetzt auch nicht so einfach, aber... Oh, den habe ich gewollt. Natürlich. Ich dachte, ach komm, kommst du ein bisschen näher. Ah, und hier kann man durchlaufen. Und bin ich hier hinten. Okay. Das ist die Zombie-Fabrik anscheinend, habe ich das Gefühl. Aha. Ah, der andere kam von hier irgendwo. Keine Ahnung, jetzt geht das große Suchen wieder los. Weil keiner auf dem Server spielt. Also irgendwie habe ich da einfach einen Scheiß-Server erwischt. Entweder. Oder dann liegt es daran, dass es keiner spielt. Kann auch sein. So, da läuft noch einer wie ich rum. Da ist aber nirgends was. Ich laufe jetzt auch mal hier durch. So. Oh, da hinten. Komm doch her, ihr Säcke. So, die kommen auch, glaube ich. Oder haben sie jetzt Schiss? So, mach da mal. So, da reinbuttern da. Denn der andere wird mir sicher gefährlich, die Rose. Der macht ja keinen Schaden, der. So, einmal weg. Da sind zwei da unten. Ach so, das ist das Zeichen zum Wiederbeleben, ich Depp. Oh shit, das macht... Ah, das macht langsamer, okay. Und man kann die Aktionen nicht gebrauchen, okay. Na, die nadische Distanz. So, jetzt versuchen wir den. Das ist der Wissenschaftler, oder? Genau. Steht sogar da. Sind wieder alle am Start. Der Pirat... So, wo waren die jetzt? Ist die Frage. Ich bin auf jeden Fall Topscorer, das gefällt mir schon mal. Ich habe das Gefühl, die Spieler haben mehr Sympathien für die Zombies. Oh ja, das, den habe ich gehasst. Das ist quasi eine Shotgun. Oh shit, der hat mich in mir Ziege verwandelt, der Sack. Das habe ich gesehen aus dem Trailer, das haben sie da so hoch angepriesen. Vedrovic. Das haben sie da so hoch angepriesen. Sah jetzt aber nicht so geil aus, ehrlich gesagt. So, da haben wir den. Das ist der mit der fetten Wumme, glaube ich. Genau. Alter, was? Also diese Blume, irgendwie die Rose, die ist irgendwie überstark. Also ich kann auch dumm sein, weiß ich schon. So, den nächsten. Aber wir spielen jetzt die ersten zwei Folgen hauptsächlich, um alle Charaktere mal zu sehen. Okay, der ist schon mal... Die sind ja, glaube ich, ähnlich. Also, die Pflanzen gibt es auch eine ähnliche Klasse, die so ist. Das ist, glaube ich, die Erbsenkanone. Oder ist es der Maiskolben? Könnte sein. Eins von beiden. Was hat der so Spezielles auf Lager? Rauch. Aha, den Flug. So, eine ist weg. Schön. Immerhin hat mir einer geholfen. Jetzt muss ich genau nachladen, super. Alter. Zack, zack, zack und alle sind weg. Okay, der war nicht schlecht, das war der Fußsoldat. Captain Todbart. Das ist der Pirat, genau.
Der hinkt, glaube ich, oder? Ah, man sieht die Beine nicht, das ist schade. So, also diese Straße hier, die scheint berüchtigt für harte Kämpfe. Das sieht man jetzt schon ein bisschen heraus hier. Hier halten sich die Gegner am meisten auf. Was hat denn der für einen Mist? Das kannst du ja nicht gebrauchen, sowas. Gut, ich zoome auch nie ran, ehrlich gesagt, beim Schießen. Bin ich ja selbst ein bisschen blöd. Dann haben wir Super Brains. Oh nee, das ist das Pendant zum Beißer. Ist das. Und den hasse ich ja, wie ihr schon wisst. Der wird auf jeden Fall kein bisschen besser sein. So, machen wir doch mal da irgendwie den da. So, runterfressen den. Pam, das hat sogar geklappt. Ja, jetzt hat mich die Sonnenblume oder so erledigt. Die kann heilen, tatsächlich. Aber wie haben wir ja nicht gesehen anscheinend. Okay, der war jetzt nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Und der Wicht haben wir noch, das war der Kleine. Den haben sie ja immer genommen. Die anderen beiden Hempel nehmen den. Deshalb verlieren wir auch so deutlich. Okay, hier hinten ist unsichtbare Wand. So, da kommt man gleich auf die Straße. Oh, der ist auch geil. Oh, der ist schon tot. Okay, also diese Blume scheint Favorit zu sein. Wir nehmen noch mal sehen. Also das ist ja auch eine scheiß Aktion, ehrlich gesagt. Also wie sowas... Gut, wenn du mittendrin bist, kannst du sowas brauchen. Aber sonst kannst du sowas vergessen eigentlich. Okay. Nächste Runde wechsle ich dann mal die Teams. Also ich gehe in ein anderes, starte ein neues Game. Und dann schauen wir, ob die Zombies tatsächlich einfach so schlecht sind. Von den Fähigkeiten her. Oder ob es an den Spielern liegt. Bin ich mir nämlich nicht so sicher. Wo sind die? Ah, da oben. So, was haben wir also zur Verfügung? Die zwei ja gleich geladen. Das war... Oh, das geht ja ewig, bis man... Aha, jetzt geht es aber weg hier. Hier, die Sonnenblume, komm schon her. So, weg ist sie. Da draußen ist noch die Blume. Die ist auch weg. Ah, der Sack. Das muss ich mir noch anschauen, wie man das macht. Bei dieses Einfrieren. Das ist echt. Ah, und jetzt lädt es wieder von neuem auf. Okay, so ist es also. Also wenn man da rumläuft, ohne den zu gebrauchen. Und stirbt, steht man da, wo man gestorben ist. Gut. Gut zu wissen. Komm her, du Sack da. Ja, hab natürlich... Da war sogar ein Blumenpott, der konnte sich noch heilen. Das war Fail von mir. So, ich will aber den noch ein bisschen weiter ausprobieren hier. Da hinten ist die Rose, da gehen wir also nicht hin. Scheiß verkackte Rose. Jetzt kommt sie sogar noch da, glaube ich. Die kommen immer da, wo wir spawnen, ist ja klar. So, der hat anscheinend Strahl hier. Das ist so eine Granate, glaube ich, eine Art. Also ich krieg sie ja schon wieder übelst ab. Und die drei, was war die? Ah, rumschießen. Die lohnt sich überhaupt nicht, genau. Okay, ja, das lohnt sich. Oh, das kann ich gar nichts anwenden und jetzt bin ich tot. Gut. Okay, die Superaktivität von dem ist geil, aber bis man da ist, geht's ein Weilchen.
Das war der Fußsoldat, oder? Genau. Leichter Gesundheitsboost, weil wir so stark hinten liegen, oder wie? Ah, nee, das ist ja wahrscheinlich das, wenn man ihn mehr verliert, erhält man mehr Gesundheit, genau. So. Es nehmen inzwischen alle diese scheiß verkackte Blume. Oder Rose, sorry. Okay, das war eine Rakete oder so. Boah, du. Also diese Blumen scheinen überstark zu sein. Habe ich das Gefühl. So, wir haben noch was den. Der war noch... Anfang hat der noch gerissen. Mögt ihr euch daran erinnern, als der noch gut war? Ja, ist schon lange her. So. Der hat einfach immer diese Zeit. Boah. Hier aufladen muss, das ist natürlich dem. Das ist der Nachteil von dem. Aber wenn er einmal durchdrückt, dann macht er richtig Schaden. Nur ist es gegen 4 nicht ganz so einfach, ehrlich gesagt. Komm, wir nehmen nochmal sehen. So. Ja, vor allem das. Jetzt sind es langsam mehr Spieler, unglaublich. Jetzt kommt langsam Leben hier auf. War vielleicht nicht mal so schlecht. Denn bis sie kommen, sind wir schon hochgelevelt. Ganz klar. Diese scheiß verdammte Rose. Wo ist jetzt die hin? Die ist weg, hä? Da drüben läuft auch eine. Oh, jetzt bin ich die Scheißziege. Stimmt. Ah, jetzt haben wir verloren, oder wie? Kann gut sein. Boah, war das schlecht. 20 Kills, mal schauen, wie viel ich gemacht habe. Vielleicht 3. Ah, ich bin bester Spieler. Nein, das glaubt man nicht. Unter den besten Spielern zu sein. Was habe ich denn so gut gemacht? Erstschlagmeister. Aha, stimmt. Ja, ich war der Erste. Abschussserie, Meisterheiler, Abschussmeister, Meisterwiederbeleber. 0,38 KD ist natürlich sau schlecht. Dann habe ich hier immer noch die Geschenkten. Ah, stimmt, ja genau. Jetzt haben wir schon den Eiskacke-T freigeschaltet, schön. So, und hier. Es gibt viele so Sammlungen. Hier gibt es Ingenieur ein bisschen, da ein bisschen. Das kann man alles kaufen hier. 75.000 ist natürlich viel, aber wir haben schon 28.000 verdient in 2 Matches. So. Zurück zum Hinterhof. Wie lange dauert es, bis wir da rauskommen? Mit einem gut platzierten Schuss kann Rosi damit mehrere in Siegen verwandeln. Ja. Sie kann noch viel. So, da kommt der Cactus Home. Was sind denn hier für Aufträge? Die haben wir auch noch nicht angeschaut. Ah, das sind tägliche. Okay. Kann man die alle annehmen, oder wie? Okay. Gut, wir spielen jetzt einfach annehmen. Zurück. So. Gehen wir nochmals Multiplayer. Das sieht irgendwie scheiße. Also ja, doch. Er hat was. Gut, Türmatte haben wir jetzt gespielt. Revierübernahme habe ich auch schon gespielt. Gartenzwergbombe auch. Abschuss bestätigt. Gemischter Modus. So, ich nehme aber... Vorsichtshalber gehe ich nochmal schnell dahin. Und wir nehmen einen anderen mit. Jetzt hätten wir ja schon den Eiskaktee. Ich fand aber den da besten. Der war ganz klar der Beste, muss ich sagen. Von den Pflanzen her. So. Multiplayer. Komm, wir machen mal Teamsieg. Oder haben wir das jetzt schon gespielt? Ah, jetzt wird gesucht, genau.
wir testen ja das Ganze auch immer noch ein bisschen, ob es überhaupt gut läuft hier, ob es schnell geht. Zeitreisen Freizeitpark. Genau, da stand das Schadenschild, ist nur von vorne und von der Seite schützt es nicht. Da muss man sich einfach geschickt umdrehen. Aber wenn zwei Gegner kommen, ist das ein bisschen schwer. So, wie sieht's hier aus? Jetzt bin ich natürlich Zombies. Ah, zu viele Spiele im gegnerischen Team. Dann nehmen wir halt wieder den hier. Ganz einfach. Okay, da sind jetzt richtig viele Spieler unterwegs. Cool, das freut mich. Und die haben dann haben schon Alter. Das ist diese scheiß verdammte Rose. So, ich springe mal. Wow! Das ist ja überhaupt nicht wie ein Star Wars Battlefront hier. So, komm her, du. Alter, die. Okay, ich verstehe schon, wieso die gewinnen. Weil die einfach. Die stehen da beim Eingang. Wenn man da reinkommt, ist man weg. Ganz einfach. Er steht hier. Mini-Zombie, der schießt gegen die Wand. Ist auch cool. Ich gehe jetzt erstmal da lang. Die kleine kurze Zeit, die wir noch haben. Die haben schon 50, oder? Ja. Ja, wenn alle da stehen, wie wir es. Ah, das ist der Mittelpunkt, glaube ich, oder? Okay, das hat 1500 Münzen gegeben. Fürs Rumstehen. Beste Spieler war die da. Ja. Zwei Rosen, es überrascht mich irgendwie nicht. Aha, 0-0, aha. Da haben wir wieder die Sticker, aber die sind ja... So, und jetzt spielen wir noch eine volle Runde, wenn es denn geladen hat. Da geht das lange. Das sind die Aufträge, genau. Schau, was in der Garage ist. Rede mit Dr. Patient. Dreifachabschuss bestätigt. Schließe drei Spiele ab. Abschuss bestätigt ab. Aha, das, der Modus heißt so, okay. Erobere 10 Zonen. Verdiene die Meisterheiler, okay. Ich schließe drei Spiele im Teamsieg ab. Eins haben wir schon. Verhöhne 5 Spieler, nachdem du sie erledigt hast. Wie geht denn das? Und zum Glück bleiben auch ein paar Spieler. Der ist schon 21. Alter, hat der eine an der Backe oder was? Der spielt schon den ganzen Tag. Hat bald die 10 Stunden durchgespielt. Immer noch Origin Access oder EA Access spiele ich hier. Deshalb kann ich auch spielen. Sonst würde es gar nicht gehen. Denn das Spiel erscheint erst am... Erscheint am Sonntag. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Und ja, heute testen wir mal alles aus hier ein bisschen. Schauen, wie es geht. Und wenn ich dann Lust habe... So, wir nehmen... Nee, komm, jetzt testen wir die Rose nochmals. Nimmt mich ja schon Wunder, wieso die Rose so super ist. Da haben wir Sonnenblume, Maiskolben. So. Die heilt mich schon mal, das ist cool. Da fliegen die Bomben runter. Gibt es eigentlich auch einen Kommandomodus hier? Das würde mich noch interessieren, das gab es nämlich. Hallo? Ah, ich verstehe. Die Rose, die ist einfach, deshalb wollte ich die nicht mehr nehmen. Weil die so wenig aushält. Die ist aber einfach bei gewissen Sachen dann einfach überlegen, wenn man es richtig einsetzt. Das da zum Beispiel. So. Oh. So, die hält mich. Das ist super. Die versteht immerhin, wie das geht. Ich hab's nicht mal gecheckt. Wir hätten auch unsere Teammitglieder wiederbeleben können eigentlich. So, den habe ich gekriegt. Gut. Ah ja, so geht das Wiederbeleben.
mit der geilen Musik, denn es macht so spannend. So geht das. Das ist eigentlich immer noch das Gleiche, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ganz ehrlich bin. Daran haben sie nichts geändert. So, das war die 2, glaube ich. So, der ist tot. Oh, der ist auch tot. Da. Wieso heißt du nicht mich? Danke. Ah, und hier ist auch ein Wiederbelebungspot. Oder Heilung gibt's da. So, das war ein geklauter Kill. Sorry, tut mir leid. Gibt's auch mal. Was ist denn schon wieder die 1? Die war gar nichts oder irgendwas scheiße. Ah, die 3 ist die Ziege. Okay. Die muss ich mal austesten. Ah, das ist so ein. Wie eine Rakete, wenn man treffen würde. Was ich natürlich nicht tue. So. Dann würde sie gut nützen. Irgendwie die Sonnenblume, die ist auch praktisch. So. Alter, die war viel schneller als ich. So, hier oben alles clear. Alles klar. An der Bar hier, so. Dann gehen wir wieder zurück. Hat's noch Gegner? Einen. Alter, ist das peinlich. Ein einziger kämpft noch gegen uns. Das ist ja... Das ist gar nicht mehr gut. Gar nicht mehr lustig, ehrlich gesagt. Ich bin Dritter. Und der ist auch noch Rang 6, immerhin. Aber ja, der hat ja keine Chance. Was soll der noch? Der soll rausgehen. Aber wir können ein bisschen testen. Ah, so kann ich ja noch zoomen, wenn ich es wieder mal merke. Schön schauen, wenn ich jetzt... Er schießt gleich. Egal, ob ich klicke oder nicht. Die 1 war... Also die 3 ist die Ziege. Das ist so ein super Schuss. Die 2 ist, glaube ich, eine Ablenkung. Oder ist die 2 das, was sich dann benebelt? Ich glaube, das könnte auch die 2 sein. So, er ist da oben gesichtet worden, ist schon wieder gestorben. Also, es ist gar nicht mehr lustig. Außer er ist jetzt gerade in meiner Nähe. Scheint nicht der Fall zu sein. Schade, gibt es auch keine richtige Musik. Komm schon. Hä? Wurde der ge... Ah, das war zu spät. Okay. Da wollte ich gerade. Ah, es ist noch ein zweiter gekommen. Ja, es sind sogar wieder 3. Unglaublich, du. So, der hält mich hoch. Das ist toll. Da oben. Der trifft den mit dem Feuerwerfer. Okay, haben wir gar noch nicht. Ist da jemand nicht, hä? Also ich sag's mal so, es muss da natürlich schon noch ein bisschen spannender werden, denn... Denn so macht es gar nicht groß Spaß, wenn so wenig Spieler unterwegs sind. Aber ich glaube, das kommt schon noch. Da hinten ist einer gestorben, von wo? Ja, mit 20 zu 8 liegen wir auf jeden Fall gut in Führung. Zu gut eigentlich. So, jetzt will ich mal einen Ziege sehen. Ah, der schießt sofort los. Scheiße. Ich dachte, er könnte dann noch visieren. Anscheinend nicht. Ah, das ist die Sonnenblume. Okay. Wir beleben natürlich jeden wieder. Denn wir sterben sowieso nie. So, da hinten. Gut. Ah, da ist einer.
So, weg bist du. Ah, da hinten. Shit. Sind das Ziegen geworden? Ja, da ist eine Ziege. Alter, der war aber geil. Der war geil. Da müsst ihr euch... Könnt ihr jetzt nichts gegen sagen. Der war geil. Irgendwie sollte mal die Sonnenblume wiederkommen. Wenn sie noch... Ja, da ist sie. Schön. Okay, hier. Oh, shit, da bin ich weg. Also, was die Soundkulisse angeht, muss ich sagen, da war also Star Wars Battlefront deutlich besser. Helden-Special, aha. Den da. Der ist dann eine Woche verfügbar, okay. Dann schauen wir mal, was der denn Besseres kann. Oder was der Besseres sein soll. Außer, dass er ein bisschen anders aussieht. So, ich gehe natürlich von hinten hoch, wie es gut ist. Wenn da überhaupt irgendwo einer ist. So, jetzt da, komm hoch und... Ha, erwischt. So, der ist weg, oder? Ja. Jetzt tritt hier auch noch ein Sturm ein, hier. So. Da ist am besten das Schild zu nehmen. Das finde ich extrem cool. Der hat sich wegkatapultiert anscheinend. So. Oh, scheiße. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Der hat mich eingefroren, okay. Der Held scheint tatsächlich besser zu sein, wenn ich ehrlich bin. Komm her, du, da. Der holt den wieder. Gut, da unten sind sie, die nächsten. Der Maiskolben räumt da aber ab. So. So, erwischt. Also, ich weiß nicht, wie viel Schaden das man da macht, ob sich das überhaupt lohnt. Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Auf was schießen die denn schon wieder? Komm, da hinten kommen Schüsse. Haha, hier kommst du dran, so. So, wir rollen mal wieder vorwärts. Ah ne, die 3 kann ich nicht drücken, die 1, wenn schon. Umgeschossen, du Sack. Gut. Yeah, ich weiß nicht, ob ich da genug Schaden mache. Wie viel hat der? 24? Ja, doch. Oh, danke vielmals. Und wir haben schon gewonnen. Da war noch ein Gegner, aber der ist scheißegal. Okay, wir haben 50, sie haben 15. Na gut, da war auch ein Spieler teilweise zwischendurch. Gegen den Schuss, Schluss, nicht Schuss, sondern Schluss, wurde es noch spannender. Die Geräuschkulisse, da bin ich enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Da hätte man mehr machen können. Vorlagenmeister und, ich kenne es immer noch nicht auswendig, ah, Abschussserie, okay. Hier gibt es wieder so Zeugs da, 3,67 KD, 3 Deaths, 11 Kills, das ist gut. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich nehme mir noch eine Folge auf und bis morgen. Tschüss.